Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüße ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 730. Eichkugelwanderung am Montag, dem 21. März 2022. Sie sehen, ich bin nicht am Eichkugel, es ist schon später Abend und nach einem sehr ereignisreichen Unitag sitze ich im Unibüro am Anton von Webern Platz im 3. Bezirk. Das Büro ist wie immer gefüllt mit Partituren, angeräumt, der Schreibtisch, vor allem in Beethoven, aber auch Tschaikowski, Streicher, Serenade, haben wir gerade ein bisschen gearbeitet mit dem Orchester. Und es ist der 21. März. Frühlingsbeginn, darum ist es auch noch immer richtig kalt geworden. Hoffentlich ist den Blumen, die gestern schon den Frühlingsbeginn markiert haben, nichts passiert. Die sind ein bisschen exponiert, weil heute hat es unter Null gehabt. So wie auch vor 2 Jahren. Morgen vor 2 Jahren, am 22. März 2020, hat der Wanderer seine erste Wanderung über den Eichkugel gemacht. Mit Hut und winterlich verhüllt habe ich mich durch den Nebel gekämpft. Es hat sogar ein bisschen geschneit. Das heißt, heute ist die 730. Eichkugelwanderung. 730 dividiert durch 2 ist 365. Heute macht der Wanderer sein zweites Wanderjahr voll. Das gibt natürlich ein bisschen Anlass nachzudenken. Was haben wir in diesen 2 Jahren alles erlebt? Wir haben uns an die Masken gewöhnt. Ja, da liegt noch eine. Man kann nie genug Masken haben. Vor 2 Jahren haben wir gesagt, das ist undenkbar, das kann man nicht. Heute fühlen wir uns ohne Maske schon fast nackt. Wir müssen uns ja dann wieder ordentlich rasieren, wenn wir nicht die Maske immer tragen. Ja, an verschiedene Dinge haben wir uns ganz einfach gewöhnt, ganz leicht. An manche haben wir uns ein bisschen schwerer gewöhnt. An bewaffnete Konflikte wird sich der Wanderer nie gewöhnen. Und so bin ich also am Abend im Campus und reflektiere noch ein bisschen über Beethoven, Tschaikowski und 2 Jahre Wanderschaft, die hinter uns liegen. Aber morgen, am 22. März 2022, auch ein besonderer Tag für Zahlenmystiker, 22.03.22 oder 22.03.20.22. Da beginnt mein 3. Wanderjahr. Und das 3. Wanderjahr ist ja mit einem besonderen Ereignis auch ausgestattet. Im Zuge des 3. Wanderjahres werden wir, so Gott will, 4-stellig bei unseren Wanderungen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen fürs Mitwandern. Sie waren eine große Stütze und ein treuer Begleiter in den Wanderungen am Eichkugel und drumherum. Und ich lade Sie ein, machen Sie auch die 3. 365 mit bei meinen Wanderungen. Bleiben Sie unseren Wanderungen und unserem Wandermotto treu.